Obwohl, nee, das macht lieber hier, genau, Drew. Alles soweit drin, das ist gut. Jetzt machen wir Marketing nochmal eine kleine Heftkampagne. Machen wir schon mal eine Small Campaign. So. Oh, ganz schön viele Bugs drin. Ja, zum Glück habe ich noch nicht angefangen. Oh, ich bin ganz schön überarbeitet, aber kein Problem. Oh, die Graphic. Oh, Graphic muss wir anders machen. Das macht London. Genau. Ja, sind wir eigentlich gut aufgeteilt, würde ich sagen. Ja. Oh Gott, so viele Bugs noch drin. Ja, Full Life hat sich 224.000 Mal verkauft, 2,5 Millionen eingenommen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall, oha, jetzt machen wir mal richtig hier Punkte. Direkt nochmal eine Magazinwerbung machen. Ah, verdammt, der Markt hat die dann wieder normalisiert. Keiner will derzeit Strategiespiele spielen, ich weiß es nicht. Conquer and Command. Verdammt, ich glaube, die G3 geht dieses Jahr ohne mich, oder? Ja, ich glaube schon, weil ich abgelehnt habe. Naja, aber musste sein. Ich habe auch kein neues Spiel gehabt, was ich bewerben wollte. Man muss ja auch nicht jedes Jahr kommen. Man kann ja auch mal sagen. So, jetzt schnell nochmal Magazines in Demos gemacht. Oh, 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 oh. Der Hype geht runter. Oh, das könnte jetzt ein Mega-Flop werden. Deswegen eine Large, eine große Kampagne machen wir noch schnell um das Game. Na gut, dann hauen wir es jetzt raus. Wir haben auf jeden Fall neue Rekorde in Sachen Design und Technologie aufgestellt. Das sollte wahrscheinlich sogar für gute Reviews sorgen und vielleicht dann auch ein paar Verkäufe. Ihr merkt, das geht hier immer hoch und runter. Also man kann hier echt nicht sagen, ja, ich mache jetzt immer das Gleiche, bin immer voll erfolgreich. Manchmal sind es totale Billo-Games wie ein Autorennspiel, die megamäßig Kohle bringen und die guten Games wie House of a Death bleiben zurück, aber so ist es ja auch im echten Leben. EA macht Millionen mit FIFA und andere gute Spiele von kleineren Firmen, ja, die gehen unter. Schade eigentlich, so. Ja, war, wollen alle wieder mehr Geld haben. Mann, so viel Geld, wie die alle haben wollen. Industrieexperten erwarten, dass die nächste Generation in Sachen Videospielkonsolen ziemlich reinhauen dürfte. Ja, das wird ein ziemlicher Schritt nach vorne, keine Ahnung. Teilweise finde ich die News auch nicht so wichtig. Und Micronoft ist wohl schon dabei, Spiele zu entwerfen für die neue Generation, nämlich mit der Mbox 360. Ah, jetzt kommen erstmal die Reviews für unser Game. Ah, sieht gut aus. Ja, ich will eine 10. Ja, eine 10 von Star Games. So, eine 10 von Informed Gamer. 9 von Game Hero. Und eine 10 von All Games. 10, 10, 9, 10. Das dürfte jetzt ganz gut laufen. Aha. Eine Nachricht zum. Ja. Da hat jemand ganz spezielle Informationen für uns. Und für nur 36.000 können wir sie haben. Aber sowas wollen wir nicht, denn wir setzen immerhin auf den Erfolg von Conquer and Command, der gerade durch die Decke geht wie sonst was. Ich habe noch nie ein Spiel so schnell und so gut verkauft. 500.000, wir sind Rang 1 mit Conquer and Command. Ja, das neue Spiel von uns. Ja. Also ihr seht, die Verkäufe gehen hier gerade echt durch die Decke. Eine Million schon verkauft gleich. Ja, und Valerie sagt gerade, hey Boss, Swagger Games hat sich jetzt so verbessert und vergrößert, wir sollten jetzt hier in ein neues Büro umziehen, denn ja, unser kleines Zimmer hier im Technology Park, das reicht uns nicht mehr aus. Für nur 8 Millionen können wir jetzt umziehen. Ja,
Ja, warum nicht? 8 Millionen, wenn wir haben 18 Millionen auf dem Konto. Machen wir das mal. Wir ziehen um. Meine, das Game verkauft sich ja noch. Das wird noch. Oh, was? Was zur Hölle? Wo arbeiten wir denn jetzt hier? Im Space Shuttle oder was? Sieht da so NASA-mäßig hier aus? So. Aha, und zwar ist unser neues Büro jetzt nicht so weit entfernt von einer Universität. Und ja, die wollen jetzt einen Game Developer Kurs anbieten und brauchen unsere Hilfe. Aha, gut. Ja, also das verkauft sich immer noch megamäßig gut hier unser Conquer and Command. Wir haben die Kohle, die wir für das Büro ausgegeben haben, jetzt schon wieder drin. 18,3 Mille. Super. Unser eigenes Research and Development Department. Okay. Okay, wir können jetzt Spezialisten können wir jetzt trainieren. Okay, Jörg Longer von GameNova schreibt, ja, Swagger Games hat uns mal wieder überrascht mit einem sehr guten Spiel. Ja, Conquer Command ist ja das Top-Spiel überhaupt. Wir sind immer noch Rang 1, also. Nach all den Wochen, wir verkaufen jetzt gerade echt ja, 23 Mille, da haben wir echt was gut. Okay, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier diese Session für heute beende, möchte ich noch ein Spiel schnell noch machen, weil es liegt mir einfach auf dem Herzen. Und zwar Alien Doom 3 möchte ich nochmal schnell rausbringen für das PlaySystem 2, einfach nur, weil mir das Game so am Herzen liegt und ich die nochmal schnell, so quasi zum Schluss dieser Generation, dieser Spielegeneration, nochmal schnell noch ein Alien Doom auf den Markt werfen möchte. Ja, fürs PlaySystem 2 hat hier immer noch eine hohe Marktabdeckung, 18,5%. Wir machen es mit der neuen SG-Tech 4 Engine, unsere neueste Engine. Starten schnell rein hier in die Entwicklung und machen wieder von Anfang an direkt Marketing, würde ich sagen, oder? Also Engine ist mal groß, Story-Quests runter, ganz klar. Multiplayer-Mods, Mod-Support brauchen wir auf der Konsole nicht. Brauchen wir auch nicht. Ja, Linear-Story können wir mit drin lassen. Und zwar würde ich sagen, Valerie macht mal wieder die Story, die ist eh wert. Also nicht Valerie ist wertlos, aber die Story ist wertlos. Ansonsten passt's soweit, ja. So, schnell mal ein bisschen Marketing schon mal machen. Nicht Magazin, Werbung, so, zack. Die freuen sich alle. Es wird noch ein Alien Doom kommen für diese Generation. Ich weiß, lass hier eine Menge Sachen rechts und links liegen, was hier im Spiel noch so alt ist. Hier Contract Work, das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Das brauche ich auch nicht, denn ich habe selbst genügend Kohle, fast 30 Mille. Dünn, 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 dünn. So, Dialoge gehen runter. Und zwar die AI macht Mike, denn Mike ist eh gut. Ja. So, jetzt können wir direkt mal die nächste Kampagne starten. Und zwar eine kleine Kampagne. Müsste auch eigentlich demnächst mal die G3 wieder sein. Wann ist denn die wieder? Ich will mit Alien Doom 3 zur G3. Okay, Mike ist überarbeitet. Das bedeutet, das World Design übernehme ich. Und ja, Valerie darf den Sound machen. Ich meine, die sind mittlerweile auch schon recht gut. So, jetzt auf jeden Fall nochmal eine Magazin-Werbung machen, noch mehr Hype generieren. Ich habe noch keine Anfrage bekommen für die Game Convention. Command. Ich will es immer falsch rum sagen. Conquer and Command ist jetzt runter vom Markt, hat sich 3 Millionen Mal verkauft und 33,7 Millionen eingenommen. Ja, da habe ich doch mal einen großen Wurf gelandet, möchte ich meinen. So. Okay, jetzt ist das Game soweit da. Jetzt können wir schnell mal nochmal eine Demo raushauen.
Und wenn dessen sich alle über die Demo freuen, gibt es kurz vor Schluss nochmal eine große Kampagne. Large Campaign, genau. 2 Mille kostet mich das zwar, aber hey, die investieren wir. Und hauen das Spiel jetzt raus. 105 haben wir in Sachen Hype generiert. Ja, gibt jetzt zwar keine großen Level-Ups oder neuen Rekorde in Sachen Design und Technology. Dafür Level-Design ein Level-Up, Engine ein Level-Up. 3D-Grafik gibt ein Level-Up. Ja, die Mitarbeiter sind auch eigentlich alle ganz gut dabei gewesen. So, raus mit dem Spiel. Oh, und online kann als nächstes erforscht werden. Dynamic Environment und 3D-Grafik V4. Also Version 4. Neue Version. Gut, erstmal die Reviews abwarten. Oh, nicht ganz so gut, oder? Oh, gut, eine 6. Gibt's von Stargames. Ja, eine 6 von Informed Gamer. Eine 5 von Game Hero. Und eine 6 von All Games, also nicht ganz so gut, aber ich glaube, durch unseren Background dürften. Ja, Alien Doom 3 ist jetzt nur mittelmäßig geworden. Es verkauft sich ganz gut, sag ich mal. Also, wir machen jetzt dadurch nicht großartig Verlust. Ich meine, das war ja jetzt auch wirklich mehr so eine Sache. Wir haben es nochmal gemacht, um mal ein bisschen den Markt nochmal zu befriedigen. Bevor jetzt dann das PlaySystem 3 kommt und wir Alien Doom 4 rausbringen werden. Ja, es macht jetzt echt kaum Geld. Ach, jetzt ist die Game Convention. Na super. Na gut, komm jetzt hier. Zack. Wir machen jetzt mal einen Large Booth, einen ganz großen Auftritt machen wir auf der Game Convention. Meine, das könnte uns vielleicht sogar noch mit den Verkäufen bei Alien Doom 3 helfen. Ich meine, ich hätte mich vor ein paar Stunden, also vor ein paar Spielstunden, noch über so viel Erfolg bei einem Game gefreut. Jetzt ist es nicht mehr so toll. So, jetzt. Wir sind da mit Alien Doom 3 von Swagger Games. Mal gespannt, ob wir dieses Jahr die 200.000 knacken. Yep, die knacken wir. Knacken wir auch die 500.000. Yep, die knacken wir auch. Wir knacken sogar. Nee, 600.000 knacken wir nicht mehr. Wir bleiben bei 550.000. Ja, ist doch ganz gut. Damit sind wir jetzt Platz 82. So. Gibt sogar nochmal einen kleinen Boost jetzt. Für Alien Doom 3. So, und Microsoft, ja, kündigt seine Mbox 360 an. Ja, die neue Konsole. Und Spieler aus der ganzen Welt freuen sich schon und sind very, very excited. Ja, ich würde sagen, liebe Leute. Ja, gut, den TES, da haben wir, glaube ich, irgendwie was für entwickelt. Ich würde sagen, die Mbox 360, da sollten wir mal vorbeischauen, mal das ein oder andere Spiel für entwickeln. Denn die PlaySystem 2, ich glaube, die wird es nicht mehr lange machen. Solange, wie das PlaySystem 3 noch nicht angekündigt ist, wird da nichts kommen. Würde ich mal sagen, ich mache ein kurzes Aufnahmepäuschen. 11 Jahre haben wir noch vor uns. Bisher sieht alles danach aus, als ob ich hier, ja, das Ganze positiv beende und nicht vorzeitig pleite gehe. Würde ich sagen, noch ein kurzes Päuschen und dann geht's auf in den Schlussakt. So, Alien Doom 3 hat sich knapp 200.000 Mal verkauft und 2,2 mitten, ja, mit alle Hühneraugen zu 2,2 Millionen eingenommen. Naja, ist nicht mal, ist überhaupt nicht das Geld für die Entwicklung gewesen. Aber naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB, euer Hyuga.